Also das sind die klassischen Sachen, die Cott in seinem Paper hatte, diese 5 bzw. 6 Operationen. Ich glaube, dieses Rename war bei Cott selbst gar nicht drin. Und ich hatte ja jetzt gesagt, zwei Beispiele dafür, wie man andere Operationen sich damit bauen kann. Erstmal war was ganz Simples. Was man natürlich auch manchmal braucht, ist der Durchschnitt. Wir hatten ja bisher die Vereinigung. Der Durchschnitt ist ja das hier. Das heißt, das ist das, was zwei Tabellen gemeinsam haben. Natürlich auch wieder mit der Einschränkung, die müssen verträglich sein, also die müssen die gleichen Spalten haben. Aber mit dem Durchschnitt würde man dann ja alle Tupel kriegen, die in beiden Tabellen drin sind. Und man könnte das natürlich jetzt auch als eine primitive Operation definieren. Man muss das aber nicht. Und es geht ja darum, möglichst wenige Operationen zu haben, weil es ja, wie ich schon sagte, es geht ja um die Implementation. Es geht nicht um die Abfragesprache, sondern wie das intern implementiert ist. Man kann das nämlich so schreiben. Ich zeige das gleich mal am Diagramm. Also erstmal die rechte Seite. Auf der rechten Seite tauchen nur die Operationen Vereinigung und Differenz auf. Das heißt, das, was hier rechts steht, kann man alles machen mit den 5 Operationen, die wir oben hatten, beziehungsweise mit den 6 da oben. Das bedeutet also, man braucht den Durchschnitt nicht als primitive Operation, sondern man kann sich das bauen aus diesen hier. Und dass das beides, was hier links und rechts steht, dasselbe ist, kann man sich vielleicht am besten folgendermaßen vorstellen. Das ist meine Relation R1, das ist meine Relation R2. Und hier steht, auf der rechten Seite der Gleichung steht, ich nehme erstmal alles, was in beiden drin ist. Und dann nehme ich das weg, was in R1 drin ist, aber nicht in R2. Das heißt, ich streiche all diese Dinger hier weg. Und dann streiche ich noch alles weg, was in R2, aber nicht in R1 drin ist. Also ich streiche die alle weg. Und was übrig bleibt, ist genau das hier. Darum sind diese beiden hier gleich. Das heißt, wenn ich den Durchschnitt haben will als eine Operation, die ich mit Relationen machen kann, nehme ich einfach Vereinigung und Differenz. So, und jetzt kommen wir zum Join. Und zwar zuerst der Natural Join oder eigentlich nur der Natural Join, den ich zeigen wollte. Im Deutschen nennt man das Verbund, obwohl ich noch niemanden in der Praxis dieses Wort habe benutzen hören. Und die Schreibweise, die ich vorhin meinte, ist die, dass man so eine Fliege hier macht dafür, für den Natural Join. Und die anderen Joins, die sind dann Variationen von diesem Zeichen. Also Left und Right Join und all dieser Kram, da macht man dann so ähnliche Zeichen wie das hier, aber. Also informell ist damit gemeint, alle zusammengesetzten Tupel zusammengesetzten Tupel, also aus R und S zusammengesetzten Tupel, schreibe ich gleich nochmal dazu, aus R und S, bei denen die Werte gewisser Attribute übereinstimmen. Ich mache das gleich am Beispiel deutlich. Bei denen die Werte gewisser Attribute übereinstimmen. Und natürlich kann ich über Übereinstimmung nur dann reden, wenn diese Attribute sowohl in der Tabelle R als auch in der Tabelle S auftauchen. Sonst kann ich ja nicht von Übereinstimmung sprechen. Also muss der Satz heißen, bei denen die Werte gewisser Attribute, die sowohl in R als auch in S auftreten, in R als auch in S auftreten, übereinstimmen. So, und jetzt muss ich mal ein vernünftiges Beispiel dafür finden. Da hatte ich mir jetzt überlegt, ich nehme als eine Tabelle, also meine Tabelle R ist eine Tabelle, die folgende Einträge hat. Ich habe also hier eine Personalnummer. Und einen Namen, so eine Tabelle hatten wir eben schon mal, und eine Abteilung. Das ist die eine. Ich habe also hier drei Attribute, ich nenne die dann mal später P, N und A. Und in der Tabelle hatten wir ja eben schon, da sind dann so Einträge drin wie X 101, Müller und der ist in der Abteilung DMI. Und dann habe ich eine andere Tabelle.
Die mache ich mal drunter. Das ist meine Relation S. Und in dieser Relation S habe ich die Attribute Abteilung und nehmen wir mal Abteilungsleiter. Also hier, das nenne ich auch A und dies nenne ich dann L wie Abteilungsleiter. Und hier sind dann solche Dinge drin wie, ups, DMI und hier steht dann zum Beispiel Wenzel drin. Und wenn ich jetzt ein Join mache, dann möchte ich zum Beispiel, dass aus diesem Eintrag und dem Eintrag, wenn ich den Join in diesem Fall über das Attribut Abteilung mache, ein Eintrag wird, der verschmolzen wird, sodass ich dann nachher ein Tupel habe, in dem vorkommt X101 Müller DMI Wenzel. Das heißt, ich habe einen Eintrag, wo drin steht die Personalnummer, der Name, die Abteilung und der zugehörige Abteilungsleiter. Und natürlich möchte ich nicht, dass die Abteilungsspalte zweimal auftaucht. Und das Kriterium, nach dem ich auswähle, dafür muss ich jetzt ein paar mehr Einträge haben. Ich habe dann hier noch X301, da ist Meier, der ist auch in DMI. Und der soll natürlich dann auch hiermit verschmolzen werden. Also es wird einen Eintrag geben, X101 Müller DMI Wenzel, und dann wird es einen Eintrag geben, X301 Meier DMI Wenzel. Und dann haben wir hier vielleicht noch jemanden mit der Personalnummer X222 und der heißt Schmidt. Und der ist in der Abteilung TI und hier haben wir dazu den Eintrag TI Flower. Und da soll natürlich jetzt das Tupel draus werden, X222 Schmidt TI Flower. So, und die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich, wie kann man das hinbekommen mit den Operationen, die wir haben? Und das geht in mehreren Schritten, also man baut sich das aus mehreren Schritten zusammen. Ich schreibe die mal hin und sage dann jeweils was dazu. Erster Schritt, benenne die gemeinsamen Attribute in S um. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich will gleich ein kartesisches Produkt bilden und um dieses kartesische Produkt bilden zu können, dürfen Namen nicht doppelt auftauchen. Also diese gemeinsamen Attribute, über die ich den Join machen will, die dürfen, weil sie hier stehen, nicht auch nochmal hier stehen. Also muss ich mir irgendwelche neuen Namen ausdenken, die es noch nicht gab und könnte jetzt sowas machen wie, das wäre jetzt das Umbenennen, hieß ja Roh. Die Spalte Abteilung wird umbenannt in zum Beispiel Temp. Das wird nachher wieder verschwinden. Das ist der erste Schritt. Und natürlich kann man später auch zum Beispiel einen Join über mehrere Spalten machen, dann müssen halt mehrere Spalten umbenannt werden. Der erste Schritt ist also ein Rename. Und im zweiten Schritt, habe ich ja eben schon angedeutet, bildet man dann, dieses Ding hier ergibt eine neue Relation, die heißt dann nicht mehr S, sondern rein technisch ist es ja eine andere Relation, weil sie andere Namen hat. Die würde ich jetzt zum Beispiel T nennen. Und jetzt bilde ich im zweiten Schritt das kartesische Produkt. Und zwar bilde ich R Kreuz T. Also ich habe jetzt in meinem kartesischen Produkt drin zum Beispiel dieses Ding hier, verknüpft mit dem, das ist eins von denen, die ich haben will. Aber ich habe in meinem kartesischen Produkt zum Beispiel auch drin X222 Schmidt TI DMI Wenzel. Weil im kartesischen Produkt ja alle Kombinationen drin sind, aus Tupeln hier und Tupeln hier. Darum ist, glaube ich, auch klar, was dann als nächster Schritt kommen muss. Jetzt muss nämlich selektiert werden. Also nachdem ich das habe, selektiere. Ich wende jetzt auf das, was ich vorher hatte, eine Bedingung an. Also selektieren hatten wir gesagt Sigma. Das wird angewendet auf die Relation R Kreuz T, die ich hier gebildet habe. Und in diesem Fall wäre meine Bedingung, das ist ein bisschen, muss ich alles hinschreiben, der Wert des Attributs Abteilung in R ist gleich dem Wert des Attributs Temp in T. Das ist das, was ich oben Phi genannt habe, meine Bedingung. Und diesen Selektionsoperator wende ich an auf die Relation R Kreuz T. Und das, was hier dann rauskommt, dem muss ich jetzt auch wieder einen Namen geben, das nennen wir vielleicht mal U. Dann habe ich jetzt hier eine neue Relation rausbekommen, U. Also hier hatte ich erst T gemacht, dann habe ich R Kreuz T gemacht, dann habe ich selektiert, ist U draus gekommen.
Und jetzt bin ich eigentlich fertig, aber ich muss natürlich diese Temp-Zeilen wieder wegschmeißen. Darum projiziere ich jetzt. Also als letztes Projektion. Mein Ergebnis ist dann eine Projektion angewendet auf dieses U. Und hier stehen, ich schreibe das jetzt mal so ein bisschen locker hin, alle Attribute außer Temp. Also ich projiziere jetzt und schmeiße das Temp einfach wieder weg, weil ich es nicht brauche. Ich weiß ja eh, dass in Temp dasselbe drinsteht wie in apt. Ich habe ja gar keine Informationen weggeschmissen, sondern ich habe nur eine technisch überflüssige Spalte weggeschmissen. Ist natürlich, sieht kompliziert aus, aber was wir erreicht haben, ist, wir haben nur Operationen angewendet, die zu den fünf primitiven Operationen, zu den sechs primitiven Operationen gehören, weil wir auch Rename gehabt haben. Und das Ergebnis ist ein Natural Join, den wir hier haben. Ja, und das, was man hier jetzt gemacht hat mit zum Beispiel dem Durchschnitt oder dem Natural Join, das kann man auch mit allen möglichen anderen Operationen machen, die man gerne hätte. Das will ich jetzt aber nicht alles noch durchführen oder vorführen. Das kann man zum Beispiel bei Wikipedia oder in den üblichen Büchern nachgucken. Also die Grundidee ist eigentlich immer, dass, wenn man will, man sich in der Implementation darauf zurückziehen kann, einige weniger einfache Operationen zu bauen und den Rest daraus zusammenbaut. Und das ist ja meistens auch erstmal die richtige Strategie. Man kann dann später, wenn man zum Beispiel optimieren will, immer noch darüber nachdenken, ob man das vielleicht nicht so macht, sondern effizienter.